Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Freitag, Zeit für News und wir legen direkt los. Viel Spaß! Ja, los geht's wie immer in eigener Sache. Am Dienstag war eine Kolumne online oder ist online, könnt ihr also immer noch gucken. Habt auch die Möglichkeit hier das Nagaraya zu gewinnen, das ist heute das Gewinnspiel, das noch bis Sonntag läuft, wenn ihr da an der Frage teilnehmt. Wesentliches Thema war das Verhalten am Brettspiel-Sekundärmarkt. Gerade jetzt nach der Messe tauchen ganz viele Spiele bei eBay auf, die OVP dort angeboten werden, um vom Hype, des ein oder anderen Spiels zu profitieren und sich da das Hobby nochmal zusätzlich zu finanzieren. Dann gab es eine Monatsbox mit verschiedenen Spieleindrücken zu 13 Spielen, überwiegend Erst- und Zweiteindrücke, alles relativ neue Spiele. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um selber einen Eindruck zu gewinnen, wie ich das ein oder andere Spiel fand. So, dann geht's direkt in die News. Und der Hessische Rundfunk hat eine dreiteilige Serie veröffentlicht. Kann man wunderbar in der ARD Mediathek abrufen. Einfach auf ARD Mediathek gehen und dann unter Brettspiel suchen. Da findet ihr die Sachen schon. Und die haben den Titel einmal Nichts ist unschuldig. Da geht es um das Thema, welche Themen in einem Spiel vorkommen und wie man damit umgeht. Thema Kolonialismus ist dort diskutiert worden. Und wie geht man mit dem Thema um? Ist es unterschwellig da? Akzeptiert man es? Oder aber muss man da nicht irgendwie nochmal, einen anderen Fokus drauf legen? Warum wir Spiele lieben? Grundsätzlich so eine kleine Liebeserklärung an unser Hobby. Was uns daran begeistert und warum das gerade auch jetzt weiter wächst. Und last but not least die unsichtbaren Personen, die im Hintergrund so ein Stück weit wirken, sei es in der Jury, sei es als Blogger, als Autoren oder Illustratoren, die man vielleicht so auf den ersten Blick nicht immer sofort sieht, die aber eben dazu beitragen, dass das Kulturgutspiel eben, nach vorne gebracht wird. Und da sind dann Autor Klaus Teuber dabei, Illustrator Michael Menzel, beziehungsweise er ist ja auch Autor, der Hunter ist mit dabei, die Julia von Spiel doch mal, Harald Schrapers und verschiedene andere mehr, mag jetzt nicht alle hier aufzählen, aber sehr interessant gemacht. Wer also da so ein bisschen Hintergrundinfos noch zum Hobby haben möchte, sollte da mal beim Hessischen Rundfunk hineinschauen. Board & Dice hat für Tekkenu ein Solo-Trainingsmodus veröffentlicht, soll dazu dienen, das Spiel als Einzelner besser zu verstehen, um es dann in die Gruppe weitergeben zu können. Auch ein ganz interessanter Hilfemechanismus, um Gruppen auf das Spiel einzuschwören. Dann sind wir bei Crowdfunding. Zum einen sind gerade einige Kampagnen, die durch die Decke schießen, als Too Many Bones mit über 2 Millionen Euro eingelöst. Lords of Ragnarök hat fast 1 Million auf Gamefound zusammenbekommen und Marvel Dice Throne, also die Umsetzung von Marvel auf das Dice Throne Feeling, ebenfalls eine knappe 1 Million schon eingelöst. Also das sind drei Kampagnen, die im Moment so durch die Decke gehen. Eine vierte Kampagne, die ebenfalls sehr gut läuft, ist Mistwind. Und hier ist jetzt bekannt gegeben worden, wer die deutsche Lokalisierung vornimmt. Das werden die Kollegen von Board Game Circus machen. Noch sind, glaube ich, 2 Tage Zeit dabei zu sein. Ich glaube, die Kampagne steht irgendwo bei 800 Kanndollar, wenn mich alles täuscht. Bitte da jetzt nicht festnageln. Ebenfalls gestartet ist Resident Evil auf Kickstarter. Steamforged hat jetzt hier nach den Resident Evil 2 und 3 jetzt Resident Evil The Board Game herausgebracht. Auch das läuft relativ gut. Und dann haben wir ein Projekt, was noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen kann, nämlich Karal von Funtails. Ein Spiel, was so im gehobenen Familienspiel-Kennerspielbereich unterwegs ist. Je nachdem, welche Module ich einsetze, wird es dann halt auch etwas komplexer. Von Klaus-Jürgen Wrede. Ich hoffe, Anfang der Woche da ein Preview herausbringen zu können, aber guckt euch das Projekt mal an. Also mir hat das Spiel wirklich ganz gut gefallen. Pachamama von Sit Down ist gecancelt worden, das Projekt ist nicht so gut angelaufen, wird dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt an den Start gehen.
Und neu am Markt ist auch Hanami Koji Geisha's Road. Eine Weiterentwicklung oder ein Prequel, könnte man sagen, von Hanami Koji. Hier haben wir ein Spiel, wo wir die bekannten Mechanismen ergänzt um einen Teehauswettlauf haben, sodass die einzelnen Geishas erst über diesen Wettlaufmechanismus des Teehauses dann ihre Siegpunkte bekommen. Ist ein bisschen komplexer, finde ich, an der Stelle oder dadurch, ohne dass es aber die Leichtigkeit von Hanami Koji verliert. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hatte die Gelegenheit, das schon zu spielen. Und dann haben wir zwei Verlegungen. Wild Serengeti und Distilled sollten ja jetzt kurzfristig in der Spieleschmiede anlaufen. Da gibt es einen Krankheitsfall. Das Ganze ist jetzt in den November hinein verlegt worden, wird also noch ein Stück weit dauern. Genaues Datum für die beiden Projekte gibt es allerdings noch nicht, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich glaube, Wild Serengeti sollte, nee, Distilled sollte diese Woche schon starten und Wild Serengeti in der nächsten Woche wird sich also wahrscheinlich um 2, 3 Wochen nach hinten verschieben. Ein bisschen Geduld, aber ich glaube, ihr habt das ein oder andere Spiel ja sowieso schon zu Hause und bis das dann fertig ist, dauert es ja noch was. Am 14. November gibt es Spiel mit Haber, eine eigene Online-Veranstaltung von Haber, die ja dieses Jahr nicht auf der Spiel waren. Das werde ich mir mal angucken. Die werden allerdings nur ein Familienspiel haben. Ansonsten sind es eher Kinderspiele, die bei Haber neu herauskommen. Und auf zwei Community-Formate mag ich noch aufmerksam machen, bei denen bin ich selber mitbeteiligt. Einmal die Brettspielgarde hat gefragt, was ist das Besondere bei euch an der Spiel gewesen, so in der Retrospektive. Und der Brettspiel-Teddy hat gefragt, welches Spiel darf bei einem Familienfest nicht fehlen. Und das sind zwei Community-Formate. Mittlerweile ist da ja doch einiges an Community-Formaten online. Das war es erstmal davon und jetzt geht's noch in den Ticker mit ein paar Ankündigungen von verschiedenen Neuheiten. Ja, es ist immer wieder spannend beim Ticker. Ich habe immer das Gefühl, wenn es Dienstagabend ist, dass da oder auch Mittwoch, dass da nicht viel da ist und irgendwie rauschen dann doch wieder diverse Nachrichten und Spiele herein, so auch jetzt. Also zunächst einmal Risk Shadow Forces ist angekündigt worden von Hasbro als zusätzliches neues Legacy-Spiel. Risk war ja eigentlich so das erste richtige Legacy-Spiel, was auf den Markt gekommen ist. Jetzt geht es ein paar Jahre in die Zukunft hinein und es ist ein bisschen ja, so ein postapokalyptisches oder dystopisches Szenario, in dem wir uns da bewegen. Noch ist nicht dramatisch viel mehr bekannt. In den USA kann man es, glaube ich, schon vorbestellen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das auch dann irgendwann in Europa haben werden. Monster on Board erfährt eine Erweiterung, nämlich Monster Mixer hat Final Frontier Games bekannt gegeben. Drei Module werden das Spiel nochmal anreichern. Und Weather Machine, das ist bekannt gegeben worden, wird bei Skellig Games übersetzt werden. Und dann im Herbst 2022 hoffentlich zu Spiel dann dort erhältlich sein. Das Weather Machine wird ja demnächst auf Kickstarter losgehen. Jekyll vs. Hyde war ja so dieses Spiel, was so, ja, ich sag mal, so ein Geheimfavorit auf der Messe ist. Ich muss auch noch gucken, dass ich da dran komme. Die deutsche Version ist jetzt auch erhältlich. Könnt ihr beim Hersteller im Online-Shop bekommen, werde ich verlinken, sodass ihr da, wenn ihr nicht dran gekommen seid, da noch die Möglichkeit habt. Und Garfield Games wird vom 1. bis 3. November die South Trilogy, oder Trilogy bekannt geben. Hier ist im Moment nur das Bild schon mal da abgebildet. Was da genau hintersteckt, ist noch nicht bekannt, aber ja, da gibt es dann die nächste Trilogie, die auf uns zukommt. GeForce 9 hat ein neues Dune-Spiel bekannt gegeben, A Game of Conquest and Diplomacy. Wir spielen oder haben die Möglichkeit, die vier verschiedenen Fraktionen auf Dune eben halt spielen zu können. Und das Spiel wird circa 3 bis 5 Runden dauern. Ziel ist es eben, die Festung zu erobern und sich dann zum Sieger des Spiels zu küren, ist etwas anders als das Dune, was bei Asmodee bisher herausgekommen ist. Oder, ja gut, das andere ist ein Detective-Spiel,
Also hier im Moment auf der Board Game Geek Hotness List ganz weit oben, aber das mag auch mit dem Film zu tun haben. Für Honeyboss ist von Elf Creek Games eine Erweiterung angekündigt, nämlich Fall Flavors. 5 neue Module sind da in der Vorbereitung. Honeyboss wird ja auch bei Skellig Games erscheinen und ja, ich hoffe in dem nächsten Monat dann auch in der Auslieferung sein. Ja, aber es gibt schon Nachschub und ja, das wird dann aber im nächsten Jahr erst passieren. Und last but not least gab es auch auf der Messe einen großen Stand von Atipia Games, hier auch das Cover zu Ceres, was online gestellt worden ist. Ein Worker-Placement-Spiel, wo wir um die Vorherrschaft des Mondes bzw. Zwergplaneten Ceres, der auf dem Asteroidengürtel liegt, kämpfen und ja, versuchen da eben halt unser Glück in einer Fabrikation bzw. der Mehrheit hinzukriegen. Das waren die News, wieder kurz und knackig. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie 11 Minuten. Aber ja, mehr braucht es eigentlich auch nicht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hinterlasst gerne ein Abo, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und spätestens am Dienstag geht es mit der Kolumne weiter. Mal gucken, ob ich noch ein anderes Videoformat hinkriege. Weiß ich aber nicht, hängt ein bisschen vom Wochenende ab. Macht's gut. Tschüss, euer Christoph.